anfreunden. Es ist sicherlich notwendig, dass die Stadt die Rahmenbedingungen stellt für so eine Jugendhausarbeit. Und ich zitiere bei der Jugendarbeit immer gern ein Sprichwort. Das heißt, wer für ein Jahr plant, muss Korn säen. Wer für 10 Jahre plant, der muss Bäume pflanzen. Und wer für längere Zeiträume plant, der muss sich um unsere Jugend kümmern. Und deshalb hat die Stadt auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die sind nun einmal in Form dieses Hauses und auch in Form, dass wir das entsprechende Personal zur Verfügung stellen. Es war nicht ganz billig, aber ich sage das hier auch beim 10-jährigen Jugendhausjubiläum. Hat immerhin 570.000 Mark gekostet, Grunderwerb und Umbau. Und die Stadt stellt jährlich auch eine Etat von rund 90.000 Mark zur Verfügung, dass dieser Betrieb laufen kann. Mit dem ist nicht getan, sind vorher auch die Finanzen angesprochen. Frau Birlin, ich glaube, wenn wir Sie jetzt so ausstatten würden, dass wir nur aus dem Vollen schöpfen könnten, da wäre euch auch nicht gedient, sondern das, was man selber erarbeitet, ist mit Sicherheit auch höher zu bewerten und man identifiziert sich aber ganz anders mit dem, was man durch eigene Arbeit letzten Endes dann auch, was dann übrig bleibt und wo man dann selber drüber verfügen kann. Deshalb muss es einfach einmal so im ständigen Austausch so weit kommen, dass man eben zu einer, ja, dass eben beide Seiten letzten Endes zufriedengestellt werden können. Ich möchte zum Schluss nur den Wunsch eigentlich aussprechen, dass wir in dem Verein Kultur- und Jugendzentrum, und es funktioniert eben nur in der Zusammenarbeit zwischen Verein und der Stadt, immer genug Ehrenamtliche finden werden. Ich möchte mich hiermit bei allen, die Verantwortung übernommen.